Herzlich willkommen zu diesem Pike Miniguide. Pike nutzt die Gewässer, um sich an ahnungslose Opfer ranzuschleichen und sie von seiner Todesliste zu streichen. Wer auf dieser steht, sollte sich schon bereit machen, auf einmal angesprungen zu werden. Er wird zwar hauptsächlich als Support eingesetzt, aber drückt selber auch ziemlich viel Schaden. Für seinen enormen Schaden muss er aber auch seine Robustheit einbüßen, die sehr gering ist. Abschließend kann man sagen, dass Pike einen moderaten Schwierigkeitsgrad hat und physischen Schaden verursacht. Das war's jetzt erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Gabe der Ertrunkenen. Wenn Pike vor Gegnern verborgen ist, regeneriert er Schaden, den er vor kurzem durch Champions erlitten hat. Pike erhält außerdem kein zusätzliches maximales Leben jeglichen Ursprungs, sondern stattdessen zusätzlichen Angriffsschaden. Bei der Q spießt Pike entweder einen Gegner vor ihm auf oder zieht einen Gegner zu sich. Damit ein Gegner jedoch herangezogen werden kann, muss diese Fähigkeit eine gewisse Zeit lang aufgeladen werden. Kommen wir zur W. Pike kamufliert sich und erhält einen erheblichen Lauftemposchub, der mit der Zeit abklingt. Passt jedoch auf, Camouflage ist nicht das gleiche wie Unsichtbarkeit in League of Legends. Kommt ihr in die Nähe eines Gegners, erhält er ein Ausrufezeichen und ist vorgewarnt. Solltet ihr euch dann auf minimale Distanz nähern, werdet ihr temporär aufgedeckt. Die E ist der Phantomsog. Pike springt davon und hinterlässt ein Phantom, das nach kurzer Zeit zu ihm zurückkehrt und gegnerische Champions auf dem Weg betäubt. Zum Schluss zur Ultimate. Pike springt zu Gegnern und verursacht Schaden. Sollten sie wenig Leben haben, kann er sie auch exekutieren. Bei einer erfolgreichen Exekution kann er die Fähigkeit erneut wirken und unterstützende Verbündete erhalten zusätzliches Gold. Als Abschluss haben wir euch noch ein Dashboard für Pike zusammengestellt, damit ihr sofort ins Game starten könnt. Sollte hier etwas nicht mehr aktuell sein, dann schreibt doch bitte den Kommentar #outdated in die Kommentare, damit wir das Video updaten können. Vielen Dank! Das war's dann auch schon mit unserem Pike Miniguide. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und schaut gerne in die Miniguide Playlist rein. Dort haben wir alle Champions einmal durchgemacht. Weiteren Contents wie Guides, Tierlist oder Streams findest du auf unserem Kanal. Viel Spaß, ein schönes Game noch und vergesst nicht, #stayuntiltable.